Yes, your love keeps lifting me to extreme heights. I am up in heaven when you're by my side. I'm yours, you are mine for eternity. You are the only one that I desire, that I need. Ein herzliches Grüß Gott euch allen zu diesem fünften Fastensonntag mit dem Thema Schaff recht mir Gott. Der fünfte Fastensonntag ist auch der Passionssonntag und der Herr ist rechtschaffen und er wird Recht schaffen. Und was ist das Recht? Dass die Schöpfung wieder in die Ordnung kommt. Wofür wurde die Schöpfung geschaffen? Wofür wurde der Mensch geschaffen? Für das Leben. Und der Herr hat durch den Propheten Ezechiel versprochen, verheißen, er wird die Gräber öffnen und sein Volk aus den Gräbern führen. Der Psalmist ruft, aus der Tiefe her rufe ich zu dir. Und in einer anderen Stelle sagt der Herr, wenn du aller Sünden gedenken würdest, wer würde dann bestehen? Aber mit dir ist Erlösung, mit dir ist Erbarmen. Der Herr wird Israel erlösen von all seinen schlechten Taten. Wir lesen auch im Evangelium diese wunderschöne Perikope, diese schöne Begebenheit der Auferweckung des Lazarus, der schon seit 4 Tagen im Grab lag, als Martha sagte, Herr, aber der stinkt schon, warum sollen wir den Stein wegrollen? Und Jesus sagt, glaube, er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist der, der das Recht schafft und der alles wieder richtig macht und der die Schöpfung wieder in Ordnung bringt. Und die Fastenzeit ist auch dazu da, dass wir Schritt für Schritt wieder in ein geordnetes Leben kommen. Nicht in ein Leben, nicht in eine Ordnung, die uns irgendwie einengt, sondern eine Ordnung, die uns den gottgegebenen Freiraum schafft, damit wir in Fülle leben. Deshalb in dieser Passionszeit, wir werden immer tiefer in das Geheimnis der Passion und der Auferstehung Christi eintauchen. Ich möchte uns alle dazu einladen, nachzudenken und wirklich zu erleben mit Herz, mit der Seele, was das bedeutet. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und wieder auferstanden, damit wir leben und damit diese lebensspendende Ordnung, dieses Recht, Gottes Gerechtigkeit wieder hergestellt wird. Eine gesegnete Fortsetzung und Rest der Fastenzeit euch allen.